Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Video zur Osterzeit. Im letzten Video habe ich euch ja schon ein paar Easter Eggs gezeigt und zwei sind noch dabei, die ich dort in dem Video nicht zeigen konnte, weil das Video, das ist schon 3 Jahre alt und mittlerweile sind noch 2 Easter Eggs dabei gekommen, die ich noch gefunden habe. Und das erste Easter Egg, das bezieht sich hier unten in der Werkzeugleiste. Wenn ihr hier draufklickt mit der rechten Maustaste, dann könnt ihr Symbolleiste bearbeiten auswählen. Und jetzt drückt ihr die Shift-Taste, haltet die gedrückt, jetzt geht ihr auf Fertig. Und jetzt sollte hier eine Banane sein. Wenn die Banane noch nicht hier ist, dann nehmt einfach mit V das Verschieben-Werkzeug und schon erscheint hier eine Banane. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie die Banane wieder weggeht. Wahrscheinlich geht die mit der Zeit von selbst weg. Ich mache nochmal V, die Banane kommt wieder. Und das ist schon so eine Sache. Es gibt nämlich noch ein weiteres Easter Egg. Das bezieht sich auf einen Affen. Man kann einen Affen also in Photoshop zeigen lassen, indem man einfach hingeht. Wenn man mehrere Ebenen in der Ebenenpalette hat, nimmt man das Fenster, Ebenenkomposition. Und ich habe das schon probiert. Und tatsächlich steht jetzt hier Layer Monkey, also Ebenenaffe. Und hier vorne ist schon dieses kleine Affen-Icon. Und wenn ich jetzt eine neue Ebenenkomposition hier einstelle und ihr wollt auch dieses Umbenennen hier haben und einen kleinen Affen statt das Auge, dann müsst ihr hier eingeben Layer Monkey 0. Bestätigt das und jetzt ist hier vorne tatsächlich der Affe. Der war ja vorhin auch schon da gewesen. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau wie bei der Banane, wie man dieses jetzt zurücksetzen kann, dass da also wieder Ebenenkomposition steht. Und vielleicht weiß das jemand von euch. Auf jeden Fall, das sind 2 Easter Eggs, die dazugekommen sind. Einmal die Banane hier und diese Affengeschichte in der Palette Ebenenkomposition. Okay, wenn ihr Spaß damit hattet, gebt mir einen Daumen hoch, teilt das Video und abonniert meinen Kanal. Und tschüss, bis zum nächsten Video.